Ich grüß auf jede Art, neue Männer braucht das Land. Guten Abend! Ja. Deswegen heiße ich heute Gisela. Bleiben Sie oben. Bravo, Karl-Heinz. Vielen Dank. Ein Mann vorne Haare verliert, dann ist er ein großer Denker, ein Philosoph. Ne? Wenn ein Mann hinten Haare verliert, dann ist er ein toller Liebhaber, Testosteron und so. Aber wenn er vorne und hinten Haare verliert, dann denkt er, er wäre ein guter Liebhaber. Aber bei dir, ich möchte gerne den Sichtwinkel auf den Text ändern und möchte das singen als eine Liebeserklärung von einer Künstlerin an ihr Publikum. Und ich widme diesen Song allen Gästen, die mitten in der Show rausgehen. Bitte schön. Eine Frau, sie hat den Eiffelturm geheiratet. Haben Sie das mal gesehen? Haben Sie gesehen? Keine Ahnung, weil er vielleicht immer aufrecht steht. Nein, nein. Aber wird auch von so vielen Leuten bestiegen. Tschüss, du, wir singen. Bye. Du bist wirklich durch und durch und durch ein Mann. Fragst den Verkäufer, was der Fernseher alles kann. Ist das schon die maximale Bilddiagonale, die sie hat? Dann die Frage, gibt's das auch in groß, gibt's das auch in scharf, gibt's das auch in XXL, sonst macht es keinen Spaß. Niemand will mit seinem Ex befreundet bleiben, warum denn auch? Ich meine, wenn ich mich trenne, dann hat er ja was gemacht, was mich verletzt hat oder sonst irgendwas, ja? Dann brauche ich da nicht mit dem befreundet bleiben, das ist alles nur Heuchelei. Ach, wir sind ja so politisch korrekt, wir bleiben Freunde. An mir vorbei.